Am Zoologischen Institut der Uni Kiel beschäftigen sich die Wissenschaftler Dr. Yoko Matsumura, Dr. Alexander Kovalev und Professor Stanislav Gorb mit der Fortpflanzung von Käfern. Derzeit konzentrieren sie sich auf den einheimischen Distelschildkäfer, bei dem das Männchen einen Penis besitzt, der etwa genauso lang ist wie der Käfer selbst, also etwa 8 bis 10 mm. Das klingt zunächst beglückend, kann aber bei der Paarung kompliziert sein, denn auch die Weibchen verfügen über ein überlanges Geschlechtsorgan. Wie die Käferfortpflanzung trotzdem gelingen kann, haben die Forschenden der Arbeitsgruppe GORB am Computer und mit Experimenten untersucht. 2016 haben wir herausgefunden, dass männliche Käfer ihren Penis schneller in die weiblichen Genitalien einfügen können, wenn der männliche Käfer einen Penis mit weicher Spitz hat. Aber niemand wusste, wie hart der Penis ist und wie sie die Bewegung der Penis gut kontrollieren können. Deshalb haben wir nun zum ersten Mal die Steifheit des Penis gemessen. Um die Innenstrukturen der kleinen Tiere verstehen und beobachten zu können, werden sie in einem sogenannten Mikro-CT untersucht. Man hat festgestellt, dass der Käferpenis etwa 10-mal dünner ist als das menschliche Haar. Der innere Peniskanal ist sogar nur einige Mikrometer dick. Für ein weiteres Experiment wurde ein Käfer mit Kohlendioxid betäubt. Danach präpariert Matsumura den Penis unter dem Mikroskop. Was hier verkürzt gezeigt wird, dauert normalerweise etwa eine Stunde. Der Penis wird vorsichtig aus dem Körper entnommen und dient als Präparation für den später gezeigten Wiegetest. Links sehen wir das männliche Organ, rechts das weibliche. Der weibliche Kanal ist aufgerollt, ähnlich wie ein Telefonkabel. Neue Wege beschritt das Team, um die Elastizität von Käferpenissen zu untersuchen. Wie das für so kleine Strukturen funktioniert, erklärt Physiker Dr. Alexander Kovalev. Penis wurde speziell präpariert auf einem Glas. Dieser Glas wurde unter Mikroskop gebracht und dann Penis wurde auf eine Gabel mit 2 Stützpunkten aufgehängt und mit einer Glaskapillare gebogen. Und dieser Biegetest ist vergleichbar mit Biegetesten, die Ingenieure benutzen für Bestimmung von mechanischen Eigenschaften bei unterschiedlichen Strukturen. Mit Hilfe dieser Biegeversuches hatten wir festgestellt, dass Penis auf Spitze ist viel weicher. Das erlaubt diese Struktur einfacher in die spiralförmige Weibchenstruktur zu penetrieren und das führt zu extra Stabilität von ganzer Struktur. Mit ihren Untersuchungen eröffnen die Forschenden auch neue Rückschlüsse auf die sexuelle Selektion. Warum haben die Käfer überhaupt so lange und verdrehte Geschlechtsorgane, die die Befruchtung doch eigentlich nur erschweren? Diese Strukturen bei Weibchen haben das Ziel, die am best angepassten Männchen zu selektieren. Wir vermuten, dass die Weibchen bevorzugen die Männchen mit den weichen Spitzen, weil dadurch können die Männchen natürlich diesen langen Weg und diesen komplizierten, verwickelten Weg besser und schneller überwinden. Die Gruppe um GORB hat bei ihren Arbeiten ein weiteres interessantes Phänomen herausgefunden. Man kann durch eine eng verwickelte Struktur viel schneller und effizienter durchkommen. Und das ist natürlich auch potenziell interessant für vielleicht eine bionische Anwendung. Wie Sie wissen, heutzutage, man kann über die Vene durch einen Katheter einen Stent in Herz setzen. Und das ist schon natürlich eine tolle Leistung. Aber man kann vielleicht noch in engere Bereiche, in kleinere Bereiche kommen, wenn man solche Gradientmaterial an die Spitzen einführt. Diesen Weg haben wir oder hat uns Käferpenis gezeigt. Die kleinen Käfer haben es bis ins Fachmagazin Science Advances geschafft. Darin berichten die Forschenden, welche mechanischen Eigenschaften des Penis am besten für das Eindringen in das Weibchen geeignet sind. Die Natur zeigt uns viele Dinge auf, die im Laufe der Evolution perfektioniert wurden. Man muss einfach nur mal hinsehen.